Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Dragon Age 2, dem DLC. Irgendwas Vermächtnis, eines Andenken oder so ähnlich heißt der DLC. Und wir stehen jetzt vor einem Versteck der Kata und marschieren rein. Denn irgendwas wollen die, also die Kata wollen unser Blut haben, um irgendeinen Korypheus oder irgendwie so wieder zu erwecken. Aber wir haben noch nicht herausgefunden, wer das ist oder so. Ich schätze mal irgendein Dämon. Der hat geschnarcht, habt ihr das gerade gehört? Hätten wir bei dem jetzt auch vorbeischleichen können? Oi! Ah, ja, okay. Ich habe ein Level Up. Schlecht. Okay. Na ja, dann schauen wir mal da runter. Hallo? Wir müssen zurück nach Kirkwall Hawk. Ohne mich wird die Stadtwache nicht in der Lage sein, die Kontrolle zu bewahren, wenn es zu... Ey, du wolltest freiwillig mit mir mitgehen, ja? Wusstet ihr von dieser Karta, Varric? Sie ist nicht mein Publikum, viel zu ungesittet. Und ihre Geschäftspläne sind irgendwie verworren. Na, nehme ich an. Leute sterben, weil ihr eure Geheimnisse bewahrt. Wenn ihr weiterhin wahllos in irgendwelchen Bienenstöcken... Ein Pamphlet. Gefangennahme von Hawk. Wir haben Bethany Hawks Spur zur Galgenburg verfolgt, wo die Magier untergebracht sind. Bringt sie gesund und unversehrt her. Das Blut von Malcolm Hawk darf nicht verunreinigt werden. Tötet jeden, der sich euch in den Weg stellt, aber tut es in aller Stille. Der Gewaltige wird euch für eure Dienste reich belohnen. Im Namen des Meisters Korypheus. Wer mag dieser Korypheus wohl sein? Und warum sollte er euer Blut wollen? Ich schätze, dieser Korypheus ist der Meister. Der Korypheus ist dafür verdammt, die Kunde gehen und vom Meister trinken. Was habt ihr jetzt geredet? Warum ist der Bronze da tot? Wie komme ich denn da hoch? Okay. Evelyn, ich geh da mal nach, ne? Oh oh, da ist ein Brandtor gesperrt. Preiset Korypheus. Wie so viele von euch war auch ich einst nichts weiter als diebischer Abschaum. Ich war ein Diener des Goldes und meiner eigenen niederen Bedürfnisse. Doch dann habe ich seinen Ruf gehört. Ebenso wie euch hat Korypheus auch mir die Augen geöffnet und mir die Wahrheit gezeigt. Was ist die Karta schon verglichen mit Korypheus? Nichts als Staub und Asche. Allein Korypheus ist ewig. Wir sind seine Hände und Augen an der Oberfläche. Wir sind diejenigen, denen er es anvertraut, ihn aus seinem Gefängnis in den tiefen Wegen zu befreien. Sobald Korypheus ins Sonnenlicht tritt, werden wir belohnt werden. Preiset ihn, preiset Korypheus.
komme ja nicht rein, ne? Okay. Armer kleiner Bronto. Der kommt sicher jetzt raus, ne? Also was will der Meister eigentlich mit dieser Horde? Es steht uns nicht zu gehen. Hat es irgendetwas mit dem Schlüssel zu tun? Hat er nicht auf irgendeinem Horde gehört? Das müsste es gewesen sein. Was, ein Schlüssel? Alter, was ist denn da los? Wow. Das war's. Warum brauche ich jetzt nur so viel Gold? Okay. Angriffsgeschwindigkeit und kritischer Schaden. Angriff plus 10%. Schaden. Voll oi. Reserviert 15% der Ausdauer, anhaltender Modus. Okay, ist aber nicht schlecht gegen Magier dann, ne? Bitte lasst's mir raus. Oh, danke. Oh, scheiße. Mann, ich hab die befreit. Man dachte, vielleicht hilft er zu mir oder so. Weil ich halt lieb und nett war und dann befreit hab. Aber naja. Er ist halt kein Cäsar, ne? Ah ja, wieso habt ihr Cäsar? Der ist ein Hebel! Schade, ich kann nicht bekämpfen. Zacki! Und jetzt den Hebel. Nö, schade. Da ist ja nicht einmal irgendwas drinnen. Dass es jetzt gelohnt hätte, den Käfig aufzumachen. Aber ich glaube, da wäre sowieso aufgegangen. Also, da geht's. Ah ja. Wenn ihr von meiner Flucht aus Lothering erzählt. Könnte es noch jemand diese... Der Schlüssel des Gewaltigen. Die Wächter hatten den Schlüssel nicht sonderlich sicher verwahrt. Er lag in einem Repositorium zusammen mit verschiedenen Gegenständen von geringem Wert. Tant, verstaubte Trophäen der grauen Wächter. Nicht einmal eine Wache hatte sie postiert. Diese Narren. Wenn sie nur wüssten, was sie hatten und verloren haben.
Er wird durch meine Berührung nicht erwachen. Er schläft und seine Macht bleibt in ihm verborgen. Der Gewaltige sagt, Malcolm Hawks Blut sei erforderlich, um ihn zu erwecken. Nur dann können seine Kräfte ihn befreien. Ich werde den Erben des Blutes finden und der Gewaltige wird mich belohnen. Ja, ich hoffe, es geschieht schon bald. Ihr seid eine überlebensgroße Figur, Horn. Ich musste euch auch ein paar Schwächen geben, um euch etwas zugänglicher zu machen. Habt ihr gerade gesagt, ich sei fett? Ja, so. Das Blut des Hawk. Der Meister wird sich erheben. Er wird frei sein. Garaf? Varric, niemand hat mir gesagt, dass ihr hiermit etwas zu tun habt. Wir hatten es nur auf die Hawk abgesehen. Warum hat mich die Karte angegriffen? Ich kann es nicht sagen. Der Meister muss frei sein. Tatsächlich, Garaf? Ich hätte mehr von euch erwartet. Ich verstehe ja, dass ihr hier und da mal einen Konkurrenten des Spaßes und des Profits wegen aufschlitzt. So läuft das Spiel eben. Aber was soll das alles hier? Betet ihr Dämonen an? Wir trinken das Blut der dunklen Brut. Er ruft nach uns. Oh, weia. Warum solltet ihr das tun? Werdet ihr daran nicht einfach sterben? Es ist die einzige Möglichkeit, die Musik zu hören. Och, ich bitte euch, ihr Nackküsser. Kommt zu euch. Wahnvorstellungen bringen euch kein Gold. Wo bleiben eure Manieren, Varric? Könntet ihr mich eurem verrückten Freund bitte vorstellen? Ork, das ist Garaf. Er ist ein gieriger, brillanter Nackbastard von der Charta. Garaf, das hier ist Hawk. Diejenige, deren Blut ihr trinken oder in den baden wollt oder was auch immer. Falls ihr es allerdings auf ewige Jugend abgesehen habt, muss ich euch leider sagen, dass sie keine Jungfrau mehr ist. Hey, erzähl das nicht rum. Er braucht das Blut. Garaf, mein Freund, das seid doch nicht ihr. Seht her, ich habe Bianca immer noch und sie hat nicht ein einziges Mal geklemmt. Ihr wollt doch nicht, dass sie ihren Vater so sieht, oder? Was? Varric, wollt ihr diesen Bastard verschonen? Nicht, wenn er Jagd auf euch macht, Hawk. Oh. Bianca, es wird Zeit, sich zu verabschieden. Verstärkung, mieser Bastard. Na gut, Hawk. Hawk, sag ich. Kleiner Varric. Der Letzte. Oh. Armer, dummer Bastard. Er ist selber schuld, Varric. Ich hatte früher geschäftlich mit der Charta zu tun. Garaf war schon damals ein Spinner, aber auf eine gute Art. Er versuchte, eine neue Art von Repetierarmbrüsten zu entwickeln. Bianca war die einzige, die je funktioniert hat. Ich kann es nicht fassen, dass er so geendet ist. Schade, ja. Das auf jeden Fall. Speichern. Oh, er hat ein Level Up. Ah, noch mal so viele. Ich kann ein bisschen mehr zaubern. Solange dieser Kid Magier flucht einen Gegner. Das ist auch nicht schlecht, voll. Aber eigentlich wollte ich wieder mal ein bisschen
Bis sie zaubern? Nee, nee, nee. Das da. Oh hey, was war denn das jetzt? Ist da wohl ein Magier? Ah ja. Koterie-Alchemist. Ach Gott, jetzt hat er sie wieder da so. Jetzt. Go! Betäuben. Go! Aufwärmen! Yes! Kein Loot. Nö, nö. Okay, schade. Speichern. Rückkehr nach Kirk. Hä? Warum? Na, mach die scheiß Tür auf. Man hatte mir schon gesagt, ihr würdet Schwierigkeiten machen. Schade, dass eure Schwester derart gut beschützt wird. Ihr Blut ist ebenso gut wie das eure. Ich habe Corypheus geschworen, wir würden ihr Malcolm Hawks Blut bringen. So oder so. Wer ist denn das jetzt? Ist der Gewaltige? Also ist Corypheus derjenige, der hinter mir her ist. Was Corypheus will, bekommt Corypheus auch. Von uns oder jemand anderem. Was hat das alles mit meinem Vater zu tun? So ist echt so, der muss Meister wissen. Will euch haben. Ich frage nicht nach seinen Gründen. Corypheus will also mein Blut. Wenn es weiter nichts ist, ich schneide mir einfach schnell die Adern auf. Wollt ihr vielleicht auch noch eine Niere? Corypheus, wir haben getan, was ihr uns befohlen habt. Euer Opfer ist hier. Ihr werdet die Oberfläche wiedersehen. Ratigan. Vanka. Okay. Kann nicht da nach oben schießen. Schade. Na gut, dann gehen wir alle auf die Wanker. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Go. Ah ja. Rief ich meine leider, ne? Okay, Vanka ist tot. Tust du da oben? Ja, er ist tot. Na gut, dann mal wiederbeleben. Dann nimmt der Varric.
konnte. Achso, es ist Raubklinkezeit. Na gut, dann muss ich halt warten. Ey, Varric, du bist so dumm, warum? Er ist tot, okay. Warum kann er da nichts hernehmen? Ah ja, okay. Der Mannhebel kommt. Hoho. Ui. Oh nein, da leuchtet's. Das ist nie gut. Was zum? Eine Bombe. Uah. Was ist das? Ich spüre es in mir. Diese Waffe zehrt von eurem Blut, Hawk. Hier ist gefährliche Magie im Spiel. Das hier wird mich zu Korypheus bringen. Speichern. Okay, das wird mich zu Korypheus bringen. Gut, und dann machen wir da nur looten. Überall sind die Hebeln. Weg nach unten. Ah ja, nicht mit mir. Ich überziehe das nicht. Da auch noch was? Nee. Okay, go. Gruppe sammeln. Da bin ich, hallo. Und wieder weg. Diese verfluchten Hurensöhne. Das verdammte Ding ist komplett versiegelt. Sicher gibt es einen anderen Weg raus. Varric, wie redest du? Was will ich da hingehen? Stirb ich? Nö. Da unten ist ein ganzer... So, was? Das habe ich noch nie zuvor gesehen. Gefängnis. Oi. Schaut so. Ein Gutes hat es ja, in einem uralten unterirdischen Gefängnis festzusitzen. Da können wir... Ah, das ist mein Lager. Hä, warum? Es gibt nicht besonders viele Templer. Alles hat eine positive Seite. Eigentlich könnte es hier sogar ganz gemütlich sein. Man müsste nur die Verderbtheit vom Boden kratzen. Vielleicht ein paar Bilder aufhängen. Verglichen mit der Dunkelstadt könnte es vielleicht sogar ein Aufstieg sein. Es könnte ja als neues Hauptquartier für die Untergrundbewegung der Magier in Kirkwall dienen. Potenzial hätte es. Stimmt, ja. Oh! Oi! Gott, was sind das für Viecher? Genlock sind das. Ui. Schauen aber jetzt anders aus wie vom ersten Teil. Herlock und Genlock. Come on.
Caesar, ich rufe dich. Oh. Das. Warum hat der Varric nur so ein... Ah, er ist ja zweimal gestorben. Warte mal. Er ist ja zweimal gestorben. Jetzt ist weg, sein Verletzungsding. Okay. Hey, mir schaut das schon wieder voll noch Rätsel aus, ne? Ach nö. Hier gebunden bis in alle Ewigkeit. Sein Hunger gestillt, sein Zorn besänftigt, sein Verlangen gedämpft, sein Stolz gebrochen. So sei es, Namen des Erbauers. Okay. Also schauen wir mal. Was ist, wenn jetzt da jetzt drauf druck einfach? Ne? Oh, dann machen wir das noch. Wo war denn da jetzt das dritte? Da ist nur eins. Okay. Hui! Aber warum kann ich das machen? Achso, ich kann. Sein Schutzschüttel wieder weg. Ah, jetzt. Zack. Zack. Gut. Ich kann nichts dagegen tun, dass sich die Wächter an diesem Schiff. Malcolm Hawk hatte mehrere Dämonen innerhalb dieses Gefängnisses gebunden. Einer von ihnen hat ein sonderbares Echo seiner Stimme wiedergegeben. Suche nach weiteren derartigen Dämonen bedienen. Aber niemand wird sagen können, meine Magie habe jemals einen von ihnen auf die Welt losgelassen. Diese Stimme ist so seltsam vertraut. War das Blaue, der Malcolm gerade? Ach, da war ja Magier, ne? Malcolm, unser Vater, war ja Magier. Vorher habe ich mich schon gefragt, warum, was hat der jetzt mit Dämonen zum Tor gehabt? Ich hoffe, ihr habt Bodan gesagt, wohin ihr geht. Falls wir nicht zurückkommen, schickt vielleicht jemand einen Suchtrupp los, um den Champion zu finden. Ja, natürlich habe ich es ihm gesagt, wo wir sind. Das Privileg der Wächter. Komm doch raus. Hubschrauber draußen. Aber doch dieser Hebel. Das hat gerade wie ein Hebel von Weitem. Dabei war das nur Spitzhacke. Larios. Der Schlüssel! Haben Sie ihn gefunden? Die Zwerge? Ich habe sie gehört. Suchend, grabend. Wie habt ihr den Schlüssel hierher gebracht? Meint ihr etwa das hier? Das soll ein Schlüssel sein? Es ist Magie. Alte Magie. Magie des Blutes. Er hat die Siegel erschaffen. Er kann sie auch zerstören. Ich bin auf der Suche nach Korypheus. Wisst ihr, wo oder was er ist? Sprecht seinen Namen nicht aus. Er wird euch hören.
Weckt ihn nicht auf. Nicht, wenn ihr den Schlüssel... Corypheus! Die Tür wurde hinter uns versiegelt. Gibt es noch einen anderen Ausgang? Solange die Wände stehen, gibt es keinen Weg hier raus. Die Wächter haben ihre Gefängnisse gut gebaut. Wen kümmert es, was sonst noch gefangen wird, solange nur das Zentrum hält? Ich bezweifle, dass wir hier Hilfe finden, Hawk. Hawk? Ihr seid das Blut des Hawk? Ich rieche keine Magie an euch. Aber ihr habt den Schlüssel zu seinem Tod. Ja, ich kann euch den Ausgang zeigen, ja. Was wäre gewesen, hätte die Bethany in meinem Team gehabt? Vielleicht wär's gar nicht gegangen. Wer seid ihr? Was stimmt mit euch nicht? Das fragt ihr mich? Ich bin es, der hierher gehört, nicht ihr. Ihr seid keine dunkle Brut. Er trägt die Rüstung eines grauen Wächters. Ob er vielleicht früher einer war? Ja, na sicher war er. Oh Gott, ihr hört es nicht, wahr? Ihr hört den Ruf? Ich kann es in euch riechen. Ich kenne den Weg nach draußen. Folgt mir nach unten, tiefer hinein. Nach unten, tiefer hinein. Natürlich. Ich befolge ja immer den Rat irgendwelcher verderbter Wahnsinniger. Ja, ist halt echt so. Nicht wahnsinnig, nein. Vertraut mir. Ich kenne die Geheimnisse des Gefängnisses. Die Siegel halten uns fest. Alles kommt hinein, nichts jemals hinaus. Nicht ohne den Schlüssel. Ihr müsst ihn verwenden, ja? An den Siegeln. Jedes Siegel berührt es mit dem Schlüssel. Nur dann öffnen sie sich. Nur für die Hawk. Nicht zurück, nicht nach oben. Der einzige Weg nach draußen ist abwärts und durch das Herz nach unten. Nach unten in die Tiefe. Nun, jetzt ist doch alles gleich viel klarer. Ja, Mann. Zurück kämen wir sowieso nicht. Das Gefängnis der Wächter. Kommt schon, erzählt es mir. Wie wird sie enden? Wie bitte? Eure Geschichte über diese Wache, die in der sich die Gardistin in einen Hauptmann der Templer verliebt. Ah, die Liebesgeschichte. Schwerter und Schilde. Damit habe ich doch gerade erst angefangen. Es fehlen noch 10 Kapitel. Mag sein, aber ihr okay. Wisst, wie sie endet. Erzählt es mir. Ah ja, das schaut interessant aus. Aber die Geschichte. Irgendein Feuerdämon kommt da raus. So, okay. Ich habe jetzt mit einer Zwischensequenz oder so gerechnet. Alter! Er zaubert was. Okay, da müssen wir auf jeden Fall raus. Hui. Lasst mich raten. Das erste Siegel? Wie viele Siegel gibt's? 2000 Jahre hat die Magie Bestand. Es wurde nie gebrochen. Gebt ihm den Schlüssel. Lasst ihn sich die Magie zurückholen. Sie aufnehmen. Alle, die zuvor kamen. Verbesserungen von Hawks Schlüssel für ein rechtssicherer für Söldner aus ihrem Gefängnis entgehen. Jede Säule gewährt einen anderen Vorteil. Dann kann der Schlüssel nur die Macht jeweils einer Säule. Ja, das war jetzt klar. Kann ich den looten? Nee.
Ja, was brauche ich denn da jetzt? Ich nehme mal Kälte. Keine Ahnung. Okay. Das Blut wirkt. Es ist gut. Danke für eure Hilfe, aber wer seid ihr? Habt ihr einen Namen? Name? So lange habe ich meinen Namen nicht gesagt. Larius? Larius. Ich war Larius. Da war auch noch ein Titel. Kommandant. Kommandant der Grauen. Er war wirklich ein Wächter. Der arme Kerl muss hier heruntergekommen sein, nachdem er zu seinem Ruf aufgebrochen ist. Ja, der Ruf. Die Lieder werden lauter. Nur der Tod beendet sie. Ich bin tot, aber ich bin nie gestorben. Ja gut, den Ruf wissen wir ja, was das ist. Ne? Jeder graue Wächter hat ja den Ruf. Wegen der dunklen Brut und so weiter. Ich habe das Siegel geöffnet. Lässt mich das Gefängnis jetzt frei? Es gibt noch mehr. Folgt ihnen hinein. Den ganzen Weg zum Herzen. Viele Schlösser. Nur ein Schlüssel. Korypheus ruft. In der Dunkelheit. Was wartet dort? Tschüss, Larius. Oh. Ich höre nicht zu. Ich höre nicht zu. Wir müssen etwas unternehmen. Seine Anfälle werden immer schlimmer. Wo wem denn? War das gerade der Dingsbums? Okay, warte mal, wo geht's denn? Der zweite. Ah, Edo, war ja schon richtig. Okay, ich habe jetzt einen Kälte, aber ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern, ne? Also ich habe mich dafür eins einfach entscheiden müssen. Ah ja. Der Name Larius ist mir irgendwie bekannt vorgekommen. Haben wir den schon mal gehört in der... Oi! Geschichte? Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, beruhig dich doch. Genlock Alpha. Die schauen auf jeden Fall besser aus wie... Oi, scheiße. Wie im ersten Teil. Okay, heute darf ich gar nichts so. Also, der Schild mal nicht schwer aussieht. Im ersten Teil, da haben wir halt irgendwie alle von der dunklen Brut sieht gleich aus, ausgeschaut. Noch ein paar Siegel. Aber wie viele Siegel? Aber ich hab jetzt nicht so Bock, da weiß ich nicht, 5 Siegel oder so. Vermutlich sind es 3. Korypheus Gefängnis. Fareles-Ebene. Fareles? Noch mehr tiefe Wege. Warum haben wir uns nochmal darauf eingelassen? Weil ich Schwierigkeiten liebe und ihr Horst. Ach, Leute. Ich hoffe, nicht immer so viel jammern, ha? Sie ist wirklich süß. Redet er von mir? Na, ich hoffe. Gut, da haben wir schon mal. Ihr gebunden müssen alle ewig. Ja, Schatz, das ist er, ne? Sein Hunger gestillt. Sein Augen. Zorn besänftigt. Sein Verlangen gedämpft. Sein Stolz gebrochen. So sei es im Namen des Erbauers. Aber warum hat er die heute da gefangen, ne? Das wäre halt auch ganz wichtig, glaube ich, mal zu erfahren. Okay, warte mal, wo ist denn das zweite? Bin ich da schon vorbeigelaufen? Also, da gibt es da noch eins. Nö. Nö, nö, da brauche ich schon noch eins. Mhm, Leichname, ja, interessant. Oh! Kackwurst. Oh,
Oh, oh. Nein. Sind das Alpha-Genlocks versteckte hinter dem Schüdel? Gesandter der dunklen Brut. Okay. Ja! Sie halten so glücklich viel aus und bin so froh. Kein Problem, Varric. Es war meine Schuld. Ich hab's leider übersehen. Okay. Wow, der hat grausig ausgeschaut. Dieser Gesandte. Ist da jetzt vor das Siegel? Das zweite Siegel? Hm. Da ist's. Ey, die werden nur lebendig, da die zwei. Und hallo! Oh, Ruchlose! Ach stimmt, das waren ja, ne? Die sind ja in die tiefen Wege. Wenn man irgendwie zu weit gegraben hat oder irgendwie so. War das nicht die Geschichte? Ich mag den Viertel verlassen, aber ich habe einen Eid geleistet. Meine Magie wird dem Besten in mir dienen, nicht dem Schlechtesten. Ich glaube, das hat Vater immer gesagt. Ich erinnere mich. Ja. Okidoki. Bringen wir es schnell hinter uns. In der Oberfläche sind wir der Stadt von größerem Nutzen. Ich mag da... Na, da ist gar keiner dahinter. Es geht gar nicht. Kannst du das nicht verstehen? Hallo! Oh, Leute. Hörlock Alpha. Caesar, ich rufe dich! Kann ja gar nichts. Die schauen zwar immer so arg aus und so, aber im Grunde sind das einfach nur alles Schwächlinge. Geht aus der Sackgasse. Oi. Krone von Dumat. Die Schrift aus diesem alten Pergament ist kaum noch lesbar. Es scheint sich jedoch um ein Ritual der Stille zu handeln. Demütig wirst du dich dem Altar nähern. Wisse, dass du in der Gegenwart Dumats sein wirst. Neige dein Haupt und sprich. Gepriesen seist du, Dumat, schweigend und stark, verborgen und weise. Wir bringen dir Geschenke, Opfergaben, die deiner Erhabenheit würdig sind. Kriege jetzt was. Ja, Quest. Ein alter Gegenstand aus dem Winter wurde in dem Gefängnis zurückgelassen. Da er hierher gebracht wurde, muss er auch irgendeinem Zweck dienen. Okay, muss die Zeremonie da durchführen, warum auch immer. Ich habe versucht, diesen Teil von mir zu vergessen. Gerechtigkeit ist so stark, dass die Wächter manchmal völlig unbedeutend erscheinen. Aber der Anblick dieses armen Bastards hat alles wieder hochgeholt. Eine ungewöhnliche Entdeckung. Die Kreatur kann sprechen und sie hat einen Namen. Korypheus.
Wir sind schon zuvor dunkler Brut begegnet, die Worte benutzte, aber keiner dieser Kreaturen besaß ein individuelles Bewusstsein, das groß genug gewesen wäre, um sich selbst einen Namen zu wählen. Also okay, es ist eine dunkle Brut. Dieser Korypheus scheint unter der dunklen Brut einzigartig zu sein und er hat viele seiner Brüder um sich geschart, die ihm folgen. Ein Ghoul zu einem vollkommen neuen Wesen wurde. Ich empfehle, dass wir nach einer Möglichkeit suchen, Korypheus einzufangen und ihn an einem Ort unterbringen, an dem er sowohl vor den Menschen als auch der dunklen Brut sicher ist. Dann könnten wir sein einzigartiges Wesen untersuchen. Ach Gott, sowas ist nie gut. Dafür wird jedoch Magie erforderlich sein, da Korypheus selbst über gewaltige Fähigkeiten verfügt. Er setzt sowohl menschliche als auch verderbte Zauber ein und besitzt eine Macht, die dir jedes Magisters in den Schatten stellt. Wir müssen unsere besten Magier zusammenrufen, damit sie sich ihm entgegenstellen und ihn binden. Die Verderbtheit der dunklen Brut, der Ruf des Erzdämons, das ist in mir. Es ist ebenso sehr ein Teil von... Ach, Anders ist interessiert durch Khan, der Gejammere immer. Ihr solltet euch jemand anderen suchen, Liebste. Okay. Ihr wollt all das Hässliche nicht, das ich in euer Leben... Stimmt, das mag ich eigentlich nicht. Wir gebunden bis in alle Ewigkeit. Aber er zählt einmal. Sein Zorn besänftigt, sein Verlangen gedämpft, sein Stolz gebrochen. So sei es, Namen des Erbauens. Ich hab da lauter Leichname gesehen. Ich geh jetzt den Gang nur, ob er bedeutet nur irgendwas Trigger. Vielleicht kommt da jetzt nur irgendwer. All das direkt unter Kirkwall. Nee, okay. Na, großartig. Dann Man sind die Leichname für den nicht Dämon der Wollust. Wir werden unser Bestes geben. Das haben schon viele gesagt. Wo ist sie? Irgendwas. Und zack. Ich habe uns unsere Freiheit erkauft, Leandra. Jetzt können wir nach Hause gehen. Wir und unser Kind. Wir werden zusammen sein. Ich hoffe, es kommt nach dir, meine Liebste. Diese Magie wünsche ich niemandem. Mögen sie niemals erfahren, was ich hier getan habe. Ah, also die Leandra war da verwickelt. Er spricht von mir. Alles, was er getan hat, hat er für uns getan, für seine Familie. Es muss überwältigend sein, wieder die Stimme eures Vaters zu hören. Wie fühlt ihr euch? Eigentlich ganz gut. Es war ein unglaubliches Erlebnis. Ich werde es niemals vergessen. Absolviert. Okay, ich weiß halt nur nicht, warum er das gemacht hat. Also, ne? So. Aber ich bin froh, dass die Quest einmal erledigt ist. Eins weniger, was wir machen müssen. Und dann schauen wir da mal weiter. Was ist denn jetzt schon wieder, Magier? Gar nichts. Na schön. Ne, Anders nervt. Ich werde mich jeden Moment der Allmacht des Hauptmanns der Wache hingeben und sämtliche Magier... Ah, da ist wer dahinter. Gendler Alpha. Wovon redet ihr überhaupt? Nehmt euch in Acht. Jetzt macht er wieder so einen Ansturm. Egal. Haha. Oh, das ist so groß, ja. Lalalalala.
Ein Epidendotros kann leben. Da hinten nutzbar. Bekämmen wir nur welche. Das kann man gar nicht lesen, das Buch. Moment, ich hab's gleich. Ach, das ist Ritual wahrscheinlich. Vielleicht fällt mir da aber nur irgendwas. Oder muss ich die Krone oder so benutzen? Ich würde ihm ehrlich gesagt, oder... Erhebe dein Gesicht und deine Hände zum Himmel und sprich die Worte. O Dumat, o Herr der Stille, nimm diese in deinem Namen dargebrachten Opfergaben an. Gewähre uns Macht und alles, wonach wir streben. Okay, jetzt habe ich den Dolch. Das Buch schaue ich nicht rein. Okay, könnte ja sein, dass da irgendwie so eine Beschreibung vom Ritual oder so ist, aber das brauche ich natürlich nicht. Ein bisschen Zeit haben wir noch für die Folge. Ah, da ist wieder so ein Altar-Siegel-Dingsbums. Oh, scheiße. Der Große kommt da gleich. Aber wie man sieht, nur weil es groß sind und gefährlich ausschauen, heißt es nicht, dass wirklich was drauf haben. Man siehe ein Oger. Riesengroß und gefährlich. Aber in ein paar Schlägen liegt er. Da schauen wir natürlich an. So, ein riesiges magisches Gefängnis also. Ihr solltet euch so etwas auch in Kirkwall leisten, Evelyn. Worauf wollt ihr hinaus? Eure Wachen haben mit der Jagd auf Blutmagier und Abscheulichkeiten alle Hände voll zu tun. Ich dachte, ihr hättet vielleicht gerne einen Ort, an dem ihr sie einsperren könnt. Mein Gott, änderst du gehst mich so an. Habt ihr es gerade gesehen? Da am Boden, da war der Bereich, war nix, und auf die anderen war grün. Und ich wette, da hätte ich wieder auf so einem Grün eingestanden und hätte wieder voll viel Schaden gekriegt, wie beim ersten Siegel. Wo ist er jetzt? Oh! Oi! Okay. Alter, ich kann da nichts. Der hat mich immer weggestoßen. Okay, die kennen wir. Achso, das ist jetzt der richtige, ne? So. Ja. Ist das nicht richtig?
Lauf doch! Du bist am Tranknehmer, Evelyn. Es ist so scheiße! Kann Lyrium sein. Dings. Okay, er ist gleich tot. Soll ich es riskieren? Ja. Ich glaube, der Anders war das gerade. Alter, das war ein richtiger Scheißkampf, das kann ich euch sagen. Okay. Säule des Mana, Ausdauer, Gesundheitsentzug. Gesundheitsentzug hört sich eigentlich ganz geil an. Danke. Speichern. Und ich mache jetzt eine Folgenpause. Und es weitergeht. Sehen wir in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.